Und wir kommen zurück zum Megatherium-Wettrennen durch das Dungeon. Machen wir das? Ich glaube schon, ne? Mhm. Wir machen was mit Megatherium. Wir gehen durch den Dungeon. Ob das ein Wettrennen wird, das wird sich ja nachher herausstellen. Nee, ja nicht. Stone hat es endlich geschafft, die kleine Holzbude, die in 5 Minuten eigentlich fertig hätte sein sollen. Ich habe jetzt schon 3 Würstchengläser durchgefuttert. Akuma. Liegt wohl eher daran, dass du so viel frisst. Ich wollte sagen, Akuma hat jetzt gerade schon 3 Kuchen gebacken. Und das Megatherium-Baby ist fertig geworden. Los geht's, ich bin gerade gebufft. Achso, wir können doch ja. Erklär mal was. Stone, mit dem Megatherium und dem Dungeon. Was soll ich erklären? Megatherium reingehen, durchlaufen und töten. Richtig. Ausgehen. Du sagst aber schon was. Das wirst du sehen, was da passiert. Also. Warum das will ist ich eigentlich nicht springen? Ach, wäre guck viel zu mal. Cool. I see it. Drauf. Immer feste drauf. Ich hasse auch nix. Oh, ein Rockgolem. Den können wir ignorieren. Der sieht irgendwie so klein aus. Das ist ein Wommelgolem. Oh, Mann, ey, Onyx krieg ich einfach nicht. Ich krieg die. Jetzt hab ich's. Oh. Mir den Tod, ne, wa? Ja, ist auch zu deswegen lang. Ignorieren. Guck mal, wenn du die nicht angreifst, lass die mal. Also mach schon. Aber die hat Feuer raus nicht. Zu spät. Die ignorieren eine nämlich. Die machen nämlich nichts beim Megatherium. Deswegen ist nämlich der Sinn gewesen, mit dem Megatherium hier reinzugehen. Außer natürlich die Golems, die sind ziemlich wütend. Keine Ausdauer. Und du kannst haumweise Schietin hier fahren. Und du machst haumweise Bonus da Schaden. Ja. Aua! 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 Ja, sieht man es hier noch besser. No touchy! Zu spät. Ja, was machen ist ja langweilig sonst. Ja, man könnte. Außerdem kriegt man Chitten. Man könnte ja eigentlich drauf. Oh Gott. Lauf endlich! Okay. Aua! Hab ich geschossen. Der hat noch. Muss ja noch die Level-Animation machen. Au! Lass mir eine übrig. Also habt ihr. Aua! Mensch, ey! Denkst du eine Fackel drauf, würde ich schon sagen, was brennt denn hier? Ja, my ass is burning. So, asshole. Was? Er hat Hol gesagt. Aua! Mensch, ey! Wo kommt denn der schon wieder? Hör auf mit deiner Animation, ey! Jetzt lauf doch weiter! Kollege! Chitte! So, jetzt bin ich auch gebufft. Buff, buff, Gaby, gib mir buff. Mit Rechtsklick machst du mehr Schaden an den Insekten. Buff. Weil wenn man eigentlich nur geradeaus läuft, genau, wenn man genau das sonst passiert nämlich das, wenn du nämlich geradeaus läufst, musst du eigentlich so gut wie gar nicht kämpfen. Weil nach einer Zeit lassen die Gegner da sowieso ab. Oder verhaken sich irgendwo in einem Stein oder Wasserbecken oder sowas. Du kommst eigentlich wunderbar hier durch. Jetzt hör auf mit der Animation. Schade, dass man durch diesen Buff nicht nur so einen leichten Boost noch zum Rennen hätte. Wären sie aber noch im OP, ja. Wäre aber lustig so. Futter. So wie ich, wenn ich zur Dönerbude laufe. Döner. Döner! Mein Tier ist gleich tot. Warum? Keine Ahnung, hab einen Debuff. Die da eingefahren. Nee, ich bin gleich tot. Achso. Ich bin irgendwie. Was hab ich denn hier? Ja, das Leben ist und Stamina. Tollwut. Mega Rabless. Ja, Tollwut ist das, glaube ich, ne? Ja. Dann so. Geh weg, dann darfst du nicht so. Die ganze Zeit auch ganz lustig. Dann darfst du nicht zu uns kommen, bitte. Achso, okay. Dann steckst du uns nämlich an. Ja, gerade auf raus, Schatzi.
Wieso? Ich hab gleich, ist gleich vorbei. Achso. Ich hoffe, ich überlebe das noch ganz knapp. Ja, das letzte Mal war das auch ganz knapp bei Kim und bei Gnome. Ja, das war schon wieder klar. Bei der Kim war das schon lustig. Die Kim ist ja immer wieder zu uns gelaufen. Ist immer so, ich weiß gar nicht, was ich habe. Weg von mir. Ich weiß gar nicht. Und klatscht mir auf die Schulter, geht dem Gnome durch die Haare und jeder kriegt Lepra hier. Ja, alleine machst du keinen Spaß. War aber lustig. Ich fand die Aktion total lustig. Die kam wirklich immer wieder zu uns gelaufen. Nimm mal jemanden eine Mangelbohne ab, dann kann man Loot nehmen. Aber wir könnten ihn eigentlich killen. Nee, die haben zu viel Leben. Ich zieh mal weg. Die haben zu viel Leben. Extrem, also trust me. I trusted. Ich. Dex, geh du zu Loot. Ja, ich wollte gerade sagen, mach du das mal. Mach du die Arbeit, ich hab das Vergnügen hier. Genau. Tschüss, ich gehe, jetzt kommt er zurück. Akuma? Warte, erstmal Foto machen. Komm zurück. Ja, ich weiß, ich muss aber Foto machen. Na. Nimm das doch. Warum nimmt das nicht? Hat irgendwie 10 Stunden gedauert, bis ich das annehmen konnte. Ich weiß nicht warum. Was spielt ihr denn da? Mit dem Golem. Mit Golem und Lutrop. War komisch. Sind wir noch drin? Ja, ich zieh ihn mal weg jetzt. Der ist auf dich. Ja, der Wilde, der verteidigt das Ding. Hab's. Hat Deployer Sackel und eine lila Pike. Yeah, Party. Nach links. Direkt runter jumpen. Warum auch? Jetzt aus wie mit den Armen so. Ja. Juhu. Boing, boing, boing. Warum? Läuft der jetzt nicht? Sag, was ist denn mit dem los, ey? Gerade in dir festgehangen, Dex. Skandalös! Skandalös! Hier, die Haube ich immer ganz was niederklopfen. Weiter rechts. Die Landschaft. Ach, guck mal. Da vor mir. Ist ein Explorer-Nord. Willst du vielleicht beim nächsten Team mit einsammeln? Oder willst du mit denen? Eigentlich Jacke wie Hose. Würde ich nehmen den nächsten, weil das kriegt der Max-B. Das ist ja nur. Wenn du einen richtigen Run machst. Genau. Ja. Das ist ja nicht der echte Megatron. Für den Zucht-Megatron ist er stärker. Das wäre dann besser, wenn der die XP kriegt. So, da geradeaus müsste dann auch noch ein Blutdrop sein. Atroblaras. Ja, mach. Headbanger. Meins. Ja, aber die können nicht während des Laufens angreifen, ne? Doch, von links weg. Ja doch, funktioniert aber bei mir die ganze Zeit. Wir müssen links laufen, glaube ich, ne? Rechts kommt man hin schlank. Ja, den Lootrop hier will ich nur haben. Gelbe Armbrust und Bauplan für den Chitin. Brust. Lexi ist Metall. Oh, guck mal, wer da kommt. Das ist ja geil. Das Essen kommt automatisch zu dir. Wenn das immer so sein könnte. Was wolltest du gerade für mich? Hier ist Eisen. Ach so. Weil vorhin gesucht hat das. Ich werde mir natürlich die Stelle merken. Im Dungeon. Headbangen. Von Dex ist der erste Server, den wir haben jetzt, wo wir hier die Krankheiten anhaben. Dauerhaft. Ja, damals hatten wir das noch nicht. Ja, damals hat es nie funktioniert. Das ist ein Capro. Ja. Kannst du einfach durchlaufen? Durchlaufen. Alle friendly. Kannst du sie mal richtig. Außer Piranhas. Ja, boah, aber die machen so wenig Schaden bei dir. Kannst aber weiterleben. Der Fisch ist ja groß. Oh Gott, das ist ja gar kein Eisen. Ich hab den Sarko noch mitgenommen, weil die Sarko brauchen wir ja. Guten Tag! Bin ich wieder die Hilde? Noch ganz viel Schitten.
Headshot, so. Nicht Headshot, sondern Kopfstoß. Und zack, lagen sie da, die Kollegen. Und Kolleginnen. Oh, da ist ein gelber Loot. La la la, den willst du bestimmt. Nimm du den mal. Ich mach mal hier ganz kurz. Klauschi. Guten Tag. Da kommt noch der Günther. Huch, hier kommen noch mehr Autoplorers. Also es waren drei Dinge drin und eins habe ich jetzt leider nicht gesehen. Das eine war auf jeden Fall ein gelber Speer und das andere Megaloceros Blueprint Sattel, dunkelblau. Ah, Hirsch! Hirschen! Hirsch? Oh. Oh, diese Viecher nerven. Über den Stein konnte man nicht laufen. Den konnte man irgendwie nicht abwarmen. Aber das Gute ist, die Ressourcen laufen einem hinterher. Wir müssen gleich, wir sind ja alle gebufft. Wir müssen mal ein schönes Gruppenfoto machen, wenn wir alle gebufft sind. Aber hier ist so dunkel gerade. Da hinten ist der ganze Ende. Aber bis dahin schaffen wir, glaube ich, das nicht mehr. Ich habe noch 100. Du kannst ja neu ablaufen und dann gleich neu buffen. Das ist ja genug unten. Wo läufst du lang? Zum Artefakt. Was ist das ja auch noch hier? Kannst du erstmal ein Foto machen, bevor uns aufhebt? Nee, habe ich schon beim ich möchte haben. Community ja, Run. Krass. So, ich habe ja schon alle Sachen mit, können wir gleich direkt in Desert halten, spawnen, muhahaha. Nein. Nein. Ex? Ja, ich bin hier, hab mich gerade ein bisschen also egal, ich komme über die Berge. Über die Berge von den sieben Zwergen. So, ich warte jetzt hier, bis mein Buffer läuft noch und gönn mir dann die Mentes. Guten Tag. Oder ich gönn mir die Mentes. Oder ich gönn mir die Mentes. Ach, gönnt euch. Sie zählen als Reptiles. Was ist denn da gerade hier? Eine Tischtennisplatte? Krabbenchips! Krabbenchips! Kennst du, weil ich habe gerade eine Packung Wurst aufgemacht. Was? Eine Packung Wurst. Wenn die Wurst sich so anhört, ich würde sie trotzdem essen. Eine Scheibenwurst. Wurst ist Brot. Da kommt ihm die nächsten, dann hast du einen Buff. Weg. Die haut von mir ab. Oh. Kommst du nie? Unterwegs. Scharf abbiegen! Oh nee, da eine höher. Oh ne, jetzt kommt der schon wieder. Ey. Jetzt haben wir doch einen an der Arschbacke. Genau von dem vom Ziel hast du noch einen, ne? Das haben die extra gemacht. Ich kenn das. Da kommt er nicht hoch. Dann packt er sich fest. Ich kenn das. Stellen wir uns mal so hin. Jetzt müssen wir noch auf einen Stony warten. Ich glaube andersrum. Warte mal ganz kurz, weißt du warum andersrum? Weil das Licht von nämlich von der anderen Seite kommt. So. Ich muss nachdenken, mein Kopf raucht. Oh, Mama Mia. Mama Mia, here we go again. Mama. So, das war's. Oh, du konntest auch nochmal. Schade, hättest du das zusammen machen müssen. Ja, hab's eben erst gekriegt. Schade. So, dann beschwören wir mal. Das war ein Scherz. Dann gehen sie zurück. Ich ja, früher nichts, ist sowieso nicht hier drin. Kommt man hier eigentlich wieder raus? Ja. So. Indem man rausläuft. Oder zurück. Echt, den ganzen Weg zurück? Mhm. Ja. Nice. Boah, hau doch mal wieder der Kollege. Mensch, Kollege, jetzt nervt er mich. Ich meine, Post, dann kann er Schatz, dann kommst du auch raus. Wie wär's mit? Nein.
Warum kommst du direkt auf die Wüstekarte? Die wärst trotzdem mit. Nein, ja. Nada, niente. Ja, auf jeden Fall, auf 100%igen Fall. Wie war das, der Mann, der von der Knüppel fällt? Ja! Haltet doch die Klappe. Bruder Jakob. Bruder Jakob. Nimm weniger, wirklich. Wie ist das Lied nochmal? Ja, ja, ja. Oh, was ist los? Da, was ist das? Eins, zwei, Polizei. Drei, vier. Ich weiß nicht mehr, bis wann der geht. Was weiß kein Mensch, ey. Was sagt der? Der sagt eigentlich Trainer dir oder sowas? Drei, vier, Energia habe ich immer früher. Nee, eins, zwei. Lauf nicht. Eins, zwei, Polizei. Drei, vier, Trainer dir. Fünf, sechs, Anti-Kids oder sowas? Artikel sag ich dazu immer. Ich habe irgendwie Anti-Kids. 7, 8, gute Nacht. Gute Nacht. Das haben wir verstanden. Wir können das Lied in- und auswendig. Postet mal bitte in die Kommentare alle Lyrics von dem tollsten Lied aus den 90ern. Da, ihr da, müsst einfach da. Nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Da, da, da ist was. Oh, jetzt kommt schon wieder Kollegas. Bunchies. Mann, das sieht lustig aus, die rote. Schmeckt. Oh, Alter, er hat mir eine voll von hinten gegeben. Ist ja voll nach vorne geflogen. Bis noch einer Plan. Aua, Menu! Flieht! Flieht! Und es hat Boom gemacht. Atemlos. Durch die Nacht. Für was Liebe. Ich habe aber ich hab jetzt, als ich in zwei Wochen in Deutschland war, habe ich mitbekommen, dass die ja total abgeht in Deutschland, ne? Jetzt, Deutschen geht ja voll auf an die, wie heißt die Fischer? Helene Fischer. Helene Fischer total ab. Also die hat ja auch, glaube ich, irgendwie so eine Sendung, ne? Ja. Ich fest. Aber sie meist gehasste Sängerin in Deutschland. Meinst du? Ja. Erfolg macht ja sowieso immer Hate. Aber im Endeffekt, also das ist eine Atemlose, hört so nettes an, das Lied. Den Rest habe ich jetzt nicht gehört. Kenne ich du nicht. Zu viel aber nee. Schon. Man ja, hat's aber du kennst es doch, was meistens, wenn es zu oft gehört wird, dann wird dann irgendwann auch, dann kommt automatisch. Ah, warum ich? Die anderen waren da, da vorher. Mama, kennst du Atemlos durch die Nacht? So, und kennst das Kinderheim um die Ecke? Dankeschön, ihr Piranhas. Ihr habt mir einen Schub nach vorne gegeben. Kurz, Arsch gebissen. Kurz und schmerzlos. Yes! Wie lustig ist das mit Megatherium einfach hier so durchrennen, ne? Deswegen sind die perfekt hier für die Holder. Weil es hier zu viel Ungeziefer gibt. Ja. Und die mögen das gar nicht, wenn dann ein Megatherium kommt. Der sagt dann... Ich kann... Nee, das sage ich jetzt nicht ganz. Also, der macht's ja... Ich kann deine Piep riechen. Alles andere sage ich nicht. Wenn jemand das kennt, schreibt es auch in die Kommentare, was das für ein Film war. Ich glaube, ich kann deine Katze riechen. Ja, deine Katze auch bestimmt. Ei. Warum ist denn... Ah, du bist abgestiegen. Ich bin irgendwie gerade abgebogen. Nach links falsch. Ja, ich bin voll falsch gelaufen. Ich gucke gerade. Diese Ecke kenne ich gar nicht. Diese Ecke. Aber schöne Sackgasse. Ja, da gibt es manchmal mal Loot. Geizer. Einfach alles alleine essen. Geiz. Geiz ist geil. Na, 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 Geiz na, ist geil. Na, na, na. Aber ich hab jetzt gerade Ausdauer. Jetzt kommt er mit dem Stein, ey. Ja, Dex, das musst du auch ganz wissen, soweit ich höre. Wir sind ja doch sehr geizig. Wer ist geizig? Mit Süßigkeiten. Du. Ich bin geizig? Nein, ich bin nicht geizig. Also, Greyfox? Greyfox, der hat wieso einen an der Klatsche. Hab ich was verpasst? Das definitiv. Ach, Greifo sagt immer, Dex ist geizig. Nein, Dex ist voll toll. Ich glaube, Greifo, aber der Greifo sagt das, glaube ich, aber auch nur, weil er mich einfach mit ärgern kann. Weil ich bin ganz sicher, keine Person, die geizig ist. Naja, also. Gib das her jetzt! Gib das da vorne her!
Du hast jetzt nicht die 300 Euro teure Fallout 76 Paket geholt, also geizig würde ich ja schon nennen. Ja, ich steig ab und geh jetzt. Mach das nicht! Und vor allen Dingen war das Akku mal, ey. Steig du nur ab, du. Kann man eigentlich. Mann, ich wollte doch was mitnehmen, die sollten hier drin nicht versauern. Ey! Jax, das gar nicht gewesen sein, da reicht doch auch für ein Tier. Jax meinte ich ja auch nicht, ich sagte ey. Oh. Mit wem? Hier, du hast mich angeschossen. Hä? Womit? Ach, hau ab hier! Ich hab doch gar nichts! Ich hab nichts zum Schießen. Weiß es doch. So hat nichts zum Schießen. Voll süß! Da ist nur Handbetrieb, geh weg! Boah, ja. Wird voll angesprungen hier. Ich geh lieber weg hier. Wenn ich mir angucke, was da im Hintergrund so ankommt. Lala, ich geh weiter. Voll der Dungeon ran. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hin und zurück. Das ist der neue. Ich kann nicht. Du kennst es doch auf dem Markt. Du kennst auf dem Markt die alten Omas. Die bleiben noch mittendrin immer stehen. Sag mal, Hilde. Das kannst du ja die brauchen. Kotrun. Günther! Oh, es ist gerade bei mir dunkel, ich sehe ja, gar nichts. Ja, bei mir auch. Akku mal läuft vor uns, die hat doch bestimmt einen Fliegen. Na egal. Ich gerade, das war mir echt Pech, war. Was ist denn hier los, Mensch? Lass mich doch vorbei, ich will doch raus Nacht, hier. Deswegen. Oder? Ja. Ja, verdammt. Abbiegen, abbiegen, abbiegen. Kurz, Kurve, links, rechts. Geradeaus, bis in Labyrinth. Allosauren sind hier. Oder nein. Ich hab nicht mal einen Buff mehr. Trotzdem bash ich den jetzt wäsch. Kollege, Kollege. 623 ist died by Thunder. What? Dying Light? Don't know. Es ist ziemlich dunkel, Leute. Ich weiß es, aber die letzten 3 Minuten, die schafft ihr noch im Dunkeln. Dankeschön. Winzen Sie sich meine Arschbacke. Aber nur die linke. Das ist auch meine bessere Seite. Deine Schokoladenseite. Meine Schokoladen-Arschbacken-Seite. Da stelle ich mich immer vom Spiegel und gucke mich mal am besten an. So, das ist die bessere Seite von allen. Die schwarz-braun. Das ist die macht besser. So. Oh, sonst Chitin mal rausholen. 38.000. Wo ist denn das Licht hier? Gerade eben, ich sehe mal, das sind hier die Geizhälse hier. Ich habe auf mein Inventar zugegriffen. Da hat man schon seine bessere Schokoladenseite gezeigt und am Ende nix. Nicht mal Licht. Oh. Boah, der Bloody sieht aber echt teuflisch aus, wenn er da oben so steht. Im Dunkeln. Dämon-like. Ich hab ca. 34.000 Chitin. Wenn's weiter nicht ist. Oh! Muss mal schnell eine Fackel craften. Weil es ist ein Futtergrub, die ganzen Bären. Wollen wir, Chitin mit nach Hause nehmen oder soll das hier bleiben? Mit nach Hause nehmen. Brauchen wir alles nicht mehr. Die brauchen wir. Alles zu Hause. So, Leute. Das war der kurze, schnelle Dungeon Run. Welches Level hatte eigentlich das Baby gehabt? 140. Weiblein hast du gesagt, glaube ich, ne? Mhm. Ja, ist ja gut. Kann auch nochmal genagelt werden. Ich meine, wir machen jetzt Schluss. Genagelt werden. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir packen jetzt gerade unsere Dinger noch ein. Also ich meine jetzt hier Wilde Hilde und Günther. Und Dr. Was von Günther? Und ich habe jetzt wieder Hunger. Jetzt reden wir schon wieder über Essen. Ja, Megatherium heißt Fondue. Ich weiß. Deswegen bin ich immer hinter dir gelaufen. Okay, bis denn. Und tschüss. Oh ja.
oh nein, ja. Ah. Aua, aua, aua. Hör doch auf, Mensch. Du kriegst nichts von mir. Du kannst mir nichts abnehmen. Ich bin aus Eisen. Yeah. Ah, ja. Mm. Packen mal das mag sie plötzlich nicht mehr, weil ich das mag. Mm.